Früher war Lee Gaines Yoga-Lehrer, doch seit einigen Monaten lernt er in San Francisco programmieren. Die US-Tech-Branche im Silicon Valley sucht händeringend Fachkräfte. Viele schulen vor allem wegen der Verdienstaussichten um. Die Jahresgehälter starten im Schnitt bei umgerechnet rund 100.000 Euro. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Zukunft. Ein Haus kaufen, vielleicht eine Familie gründen. Das kostet viel Geld. Als Yoga-Lehrer habe ich rund 15.000 Euro im Jahr verdient. Da bin ich gerade so über die Runden gekommen. Professoren gibt es an der Holberton School nicht. Die Studenten arbeiten in Gemeinschaftsprojekten und helfen sich gegenseitig. Die Schule will damit auf die Anforderungen der Konzerne reagieren. Der Bedarf ist groß. Es gibt viele Unternehmen wie Apple, die NASA, LinkedIn und Tesla, die nach Fachkräften suchen. Derzeit fehlen in den USA eine 500.000 Software-Spezialisten. Die Hackbright Academy bietet Software-Intensivkurse nur für Frauen an. Die 28-jährige Edelita Valdez hat früher im Marketing gearbeitet, ein Job, der ihr nicht gefiel. Jetzt hofft sie auf eine Karriere als Entwicklerin. Ich glaube, je mehr Frauen in der Tech-Branche arbeiten und je mehr wir uns Gehör verschaffen, desto mehr Vielfalt und verschiedene Ideen wird das mit sich bringen. Das Engagement scheint dringend nötig. Etwa 75% der Software-Spezialisten in der US-Industrie sind männlich.